For the love of MMA! Ho, ho, ho! Moin Leute, bin auf der Autobahn auf dem Weg nach Herne zum GMC. Vorgestern habe ich erfahren, dass ich der Kommentator sein werde mit Pascal Kraus. Etwas überraschend, aber ich bin sehr motiviert, habe da richtig Lust drauf. War ein bisschen schwer, jetzt auch genug Informationen für, über die Kämpfer zu kriegen, aber ich denke mal, die müssen mit dem leben, was sie kriegen können. Ich denke auch, dass mein generelles Wissen über MMA wahrscheinlich etwas fortgeschrittener ist als das normalen Kommentatoren. Deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass ich da was Ordentliches ableisten werde. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ich werde das mit Pascal Kraus zusammen machen. Finde ich richtig gut. Großer Fan von Pascal Kraus. Sein letzter Kampf war richtiger Hammer. Wer könnte schon einen Superman-Uppercut so schnell vergessen? Mein guter Freund Andy Birgels kämpft. Mein guter Freund Schmiede kämpft. Und ich meine, hier geht es mal wirklich um die Wurst. Das ist persönlich. Es geht um Titel und es geht um wer die Nummer 1 ist. Ich glaube, es wird nicht viel spannender. Wirklich mal gespannt. Ich finde gut, dass sie im Käfig kämpfen, weil diese Ringkämpferei ist gar nichts für mich. Ich habe noch nie den Kampf im Käfig verloren und habe das auch nicht vor zu tun, aber im Ring, ich habe da so meine Schwierigkeiten gehabt. Ich fühle mich wohl im Käfig und ich meine, die UFC ist ja jedem Kämpfer sein Ziel, auch wenn es ein imaginäres Ziel ist, wie bei Menschen wie bei mir. Aber man sollte sich doch trotzdem darauf vorbereiten, weil man weiß ja nie. Unified Rules, the way to go. Ja, mein Kind ist woanders, gut untergebracht, die Hunde habe ich dabei. Mal gespannt, was jetzt geht. Das war ja eins doch, so glücklich ich bin, wirklich auf dem Weg zum GMC zu sein, was ich sowieso gemacht hätte. Gewisse Sachen lässt man sich nicht entgehen. Eigentlich hätte ich ja kämpfen sollen. Hat aber nicht hingehauen, mein Gegner musste absagen, war mir im Nachhinein auch sehr recht. Weil ja, ich wäre jetzt nicht wirklich, hätte nicht die Zeit gehabt, mich jetzt wirklich vorzubereiten. Und mein Gegner war ein ernstzunehmender Typ und es ist alles gut, also no bad feelings or anything. Die hätten mir auch einen anderen Kampf angeboten, den habe ich aber abgelehnt. Aber naja, was ich sagen wollte, heute ist endlich mal Daytime UFC. Ne? UFC in England. Endlich könnte ich mir in aller Ruhe tagsüber sitzen, so schön wie in Amerika und in die UFC reintun. Ja, und die Geschichte ist welche? Ich sitze im Auto und fahre zu einer anderen MMA-Veranstaltung. Naja, was soll's? Ich verpasse sowieso keinen UFC-Kampf, der rauskommt. Ich gucke mir wirklich alle an. Meine Damen und Herren, also hier ist das Kommentatorenteam von heute Abend. Wir waren den ersten Hinterhaus, Sascha Papaluga, live aus Herne, Baby, GMC 3, Baby, watch out. Das wird richtig lustig heute, wir warten auf die Mikrofone, bis sie eingestellt sind. Die Stimmung ist gut, alle Leute, die nach Rang und Namen haben, sind hier. Und außer unsere Kämpfer natürlich. Und was soll's, wird spaßig. Live aus Herne, Leute, zieht euch rein. Ja, die ernste Stimme, Sascha Ernst und Nordin Asri, GMC 3 Leute. Wir haben namhafte Leute hier alle am Start. Wird ein lustiger Abend. Wir sind heute die Stimme der Fight. Ja, wir kommentieren heute die Fights. Es wird eine geile Sache. Zieht euch rein. Richtig Bock. Was hat er für Herren?
Sascha hat seine Hausaufgaben gemacht. Kennen uns ja aus. Kampfgarde, GMC-T-Shirt, Mikrofon, Wasserhammer auch. Und eindeutig die besten Sitze im Haus. Jungs, ich hab Bock und ich hab Laune. Also wir sind kurz vor Beginn der Veranstaltung. Ich und Norden haben schon ein Intro gedreht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Für das, was wir nie zusammen gemacht haben, bin ich wirklich zufrieden. Ziemlich aufgeregt, aber positiv. Ist nicht so, wie wenn ich meinen Schülern beim Campen so gucke. Also man kann die Atmosphäre ist wirklich knisternd. Ist eine relativ kleine Halle, die ist aber bumsevoll. Die Bike Guard ist richtig gut. Und Norden und ich werden hier mal richtig Feuer unter der Haube machen. Sollte irgendjemand dabei ein paar falsche Informationen abgeben, nehmen wir das nicht übel. Ich hatte nicht mehr lange Zeit zum Vorbereiten. Weil wir meinen sich persönlich, wir wollen es nur unterhaltsam machen. Also Jungs, ich wünsche euch allen alles Gute, kommt unverletzt nach Hause und kämpft hart. Wir sind in der ersten Pause, wir haben die ersten sechs Kämpfe hinter uns. Ja, also ich muss sagen, das ist richtig aufregend, meine Stimme ist schon richtig heiser. Die Kämpfe waren wirklich gut bis jetzt. Der letzte Kampf vom Martin Buschkampf war, ja, sagen wir mal, etwas sehr umstritten. Wie das gelaufen ist, war persönlich nicht meine Meinung. Ich habe das anders gesehen, aber der Referee ist da drin, das ist ein harter Job. Und man muss halt manchmal harte Entscheidungen treffen, auch wenn man damit viel Ärger unter den Leuten erreicht. Das ist natürlich schade, dass ein Kampf im Cut abgebrochen werden muss. Am Hinterkopf, aber der Cut war wirklich hinten, er hat geblutet. Ich dachte, das Blut ist hinten runtergelaufen, das interessiert keinen, wir sind Kämpfer. Lass sie kämpfen. Ja, ich weiß nicht. Ansonsten super geil, ausverkauftes Haus, super Stimmung. Alle Kämpfer bis jetzt sind zum Kämpfen gekommen. Ja, bis jetzt haben sich eigentlich so im Großen und Ganzen die Leute durchgesetzt, von denen wir das gedacht haben. Ja, was soll ich sagen? Mit Norden macht Laune. Hier ist der Mann der Stunde. Wird sich wahrscheinlich morgen viel anhören müssen. Ja, gut, ist ein harter Job. Ich bin so froh, dass ich den heute nicht machen muss. Pause. Das ist natürlich ein riesen Yahoo über was mit der Entscheidung des Titelkampfs von Martin Buschkamp da. Bin immer gespannt, was da passieren wird. Kontrovers. Wir sind schon mal wieder eine Pause weiter. Wir freuen an die Birke, ist halt leider gegen einen extrem starken Grappler mit Heel-Look verloren. Hat gehumpelt. Ich hoffe, das Knie ist ganz. MMA, Mann, es kann so schnell gehen. Wie ihr sehen könnt, der Ring ist noch ziemlich blutfrei. Ist auch eine Platzwunde im Buschkampf. Ist da wirklich jetzt noch nicht viel passiert. Im VIP-Bereich gibt es auch gut Essen. Wir neigen uns zwar schon am Ende zu. Aber sagen wir mal so, die Leute sind gut umsorgt. Ich bin hier gerade vor der Halle. Hinten laufen immer noch Diskussionen. Ich bin mal gespannt, was mit der Buschkampf-Entscheidung passieren wird. Und ich bitte zu mir in den Käfig den Panzer Pascal Kraus! Pascal Kraus, ladies and gentlemen! Pascal, du siehst auch die Bade hast mit NBA-Fans, ne? Ja, also es ist schön hier zu sein. Ich bin ja im Moment am Heimaturlaub, bin in die Staaten gezogen. Ich besuche hier gerade Deutschland und ich muss sagen, das Ganze hat sich doch ordentlich gemacht, während ich weg war. Richtig schöne Veranstaltung, super Kämpfe, der Rahmen stimmt. Also so kann es weitergehen. Ich habe es ja gesagt, dein letzter Kampf der UFC, überzeugender Punktsieg. Wie wichtig war jetzt der Sieg zum einen, um in der UFC weiterzukommen, aber auch für dich als Kämpfer? Ja, der letzte Sieg war schon extrem wichtig. Ich hatte eine lange Verletzungspause, danach bin ich zurückgekommen. Der Kampf ist nicht so gut gelaufen, habe den verloren. Und jetzt dieses Mal, das Trainingscamp war super. Es hat alles
gepasst, ich konnte überzeugend gewinnen. Und was in Amerika besonders wichtig ist eben, dass man auch mal eine gute Show abliefert. Das ist mir gelungen und war eben nicht nur, wie du gesagt hast, wichtig, um meine Karriere dort voranzubringen, sondern auch für mich selbst, um einfach das nötige Vertrauen wieder zu fangen, dass ich das alles machen kann, was ich Geld mache und auch möglich Weltergewicht. Du hast ja auch hier. Noch zwei Kämpfe, Ruben Crawford muss noch hin und spielen und kann ihn tatsächlich auch noch. Der Kampf gegen Jesina Jari gegen Abus war wesentlich einseitiger. Das war der Hammer! Ja, was soll ich dir sagen, Sascha? Ja. Ich kann das immer noch nicht fassen. Ich kann es auch nicht fassen. Das ist so eine heftige, klare Dominanz. Das hätte ich im Leben nicht erwartet. Ja. Du, ich sag dir ganz ehrlich was, ich bin davon ausgegangen, schon, dass der Abus gewinnt, ja? Ich hatte ihn leicht vorne, aber dass der so klar und dann auch nur in den ersten zwei oder zweieinhalb Minuten so dominant gewinnt, das ist einfach unglaublich. Ja, aber also ich bin auch wirklich noch, sagen wir mal, etwas schockiert. Hätte ich so nicht erwartet. Da schienen aber auch massive körperliche Unterschiede zu sein. Und du, die sahen auch noch beide, die sind beide auf einer Höhe, also das war jetzt nicht wirklich überlegende körperliche Kraft oder so, ja, aber ich glaube, das Ringen war einfach das ausschlaggebende. Ja, aber Abus ist 1,88 Meter groß und Weltergewichtler. Ja, das ja ist gut, dann spricht gewaltig. Man natürlich schon von einem guten Gewicht, ne? Ja, und dann noch Ringen dazu und macht das Ganze natürlich zum ziemlich schweren Gegner. Ja, gut, jetzt kommt Ruben Crawford. Das ist doch mal ein sehr, sehr interessantes. Und dann kommt Schmiede gegen Granitakis. Dann wird es auch richtig spannend. Absolut Hammer. Also du, man muss natürlich aber eine Sache sagen. Mein guter Kommentator-Kollege wird jetzt auch noch interviewt. Ja, das ist noch auf jeden Fall ein bisschen Spaß und ganz zusammengehend mit Sascha und haben schon ganz heiß gut kommentiert heute und es macht auch immer Spaß. Rum extra 80 Kilogramm. Sein Kampf ist 14 Kämpfe, 12 Siege, nur 2 Niederlagen. Er ist einer der besten Powerbomb-Kämpfer in Deutschland. Und jetzt einfach den Kampf von Paul Völl. Nummer! Auch logischerweise auch erfolgreich zum Sieg hervorgekommen ist. Oder quasi, ja. Das ist schon die richtige Einstellung, würde ich einfach mal sagen. In Kämpfen muss man klug sein und manchmal muss man einfach einen konservativen Weg suchen, um zu gewinnen. Weil nachher fragen die Leute nur, ob man gewonnen hat oder nicht. Nicht, wie man gewonnen hat. Der Sieg steht halt doch erstmal im Vordergrund. Ja gut, man streitet sich natürlich immer da so ein bisschen drüber. Man muss natürlich auch immer gucken, dass man attraktiven Kampfziele liefert. Natürlich im Endeffekt. Ladies and Gentlemen, es geht langsam los. Die letzten Optionen kommen nochmal. Die Kämpfer werden nochmal gefragt. Round 1! Und los geht's! Wie gewohnt, langer Jab von Ruben. Mein sucht seinen Eingang. Eine Chance hat er gehabt und er hat sie genutzt. Absoluter Killerinstinkt. Mit Diamant in der First Round. Unglaublich. Zwei Siege. Willkommen bei Club Cologne. In zwei sehr dominanten Vorstellungen. Wie heute Abend, wie kommt bei Club Cologne? Great Champion, der Kämpfer aus der Ordnung-Ecke, Ruben Crawford! Im Vordergrund, alle freuen sich, alle sind dabei, alle haben ihre Namen mit und freuen sich einfach, dass hier die Schützlinge heute die. Selbst wenn man mit dem Sparring macht oder rollt, ist er einer der liebsten und nettesten, herzlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Da würde man nicht denken, dass er ein Kämpfer ist, der 8 Kämpfe in Folge gewonnen hat.
Er braucht wirklich, das ist einer von den Kämpfern, der wirklich erst hart getroffen werden muss, damit er in Gang kommt. Ja, hier geht's um viel, hier geht's um meinen Kampf, hier geht's um meinen Titel, hier geht's um die Ehre und hier geht es um den Platz Nummer 1. Hiernach wird es keine Diskussion mehr geben, wer die Nummer 1 ist. Ich muss auch sagen, Andreas sieht sehr in Form aus, er sieht sehr schlank aus. Er hat also auf jeden Fall den entsprechenden Aufwand betrieben, um fit zu werden. Schmiede sieht wie immer nicht fit aus, aber das soll nicht täuschen, der hat eine Killer-Fitness. Und er hat ein Killer-Durchhaltevermögen. Die Kämpfer sind bereit. Erste Runde, Round 1. Und los geht's, ladies and gentlemen. No touch gloves. Also hier geht's um die Wurst. Da war die rechte Trick von Schmiede. Die Werke blockt das zwar geschickt, müsst aber allerdings versuchen, hier im Scramblen oder im Sweep eventuell sogar anzusetzen oder zu versuchen, auf jeden Fall durchzukriegen. Er ist auf jeden Fall sehr passiv, aber er ist jetzt auch noch nicht wirklich in Gefahr. Okay, noch 10 Sekunden für die erste Runde. Okay, die erste Runde ist vorbei. Deutlich negiert von dem Kampf. Obwohl Andreas klar vorne liegt. Der Kampf ist offen. Ein Schlag kann alles ändern. Und wir werden es live miterleben. Björn sieht sehr, sehr müde aus, während Andreas schon sehr, sehr gefasst und wieder aufgesammelt. Wird es spannend. Und jetzt sieht man das, was man von Schmiedewerk kennt. Björn den Point in der letzten Runde. Schöne Position. Aber er muss mehr machen. Speziell in einem Titelfight immer etwas höher als in den ersten 1-2. Und man muss jetzt hier einfach abwarten, was die Ringrichter und Punktrichter vor allen Dingen hier gesehen haben. Ja, ich denke aber trotzdem, dass es relativ eindeutig war, auch wenn die Zuschauer anderer Meinung sind. Klar hätten wir Schmiede gern gewinnen sehen. Ich denke aber nicht, dass das passiert ist. Es war eine sehr routinierte Performance von Andreas. Und sollten die Punktrichter mit mir übereinstimmen, dann wird er der neue GMC-Champion und die unangefochtene Nummer 1 in Deutschland werden. Ja gut, da spalten sich einfach ein bisschen die Meinungen. Man muss jetzt hier einfach ganz klipp und klar gucken, was die Ringrichter und Punktrichter hier gegeben haben. Darauf an, wie hart man hier die Punkte vergeben hat in den letzten 2 bis 3 Runden. Und ich sag dir ganz ehrlich, die letzten 2 Runden lag für mich der Schmiede ganz klar vorne. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu bewerten. Aber MMA wird aber pro Runde bewertet und wer mehr Runden gewinnt. Und ich meine, das Publikum ist ganz klar auf dem Schmiede seiner Seite. Jetzt werden wir sehen, was die Punktrichter dazu zu sagen natürlich, haben. Natürlich, auf jeden Fall. Schmiede ist hier ganz klar zu Hause. Das macht natürlich immer noch einen großen Eindruck. Andreas kommt ein bisschen weiter weg. Das heißt aber nichts hier. Selbst wenn man 2 Runden werten würde für den Schmiedeberg, liegt Andreas immer noch 3 Runden vorne, mein lieber Sascha. Das darf man nicht vergessen. Also, man kann gespaltener Meinung sein. Man könnte auch
ich würde es bevorzugen, hier wirklich von einem Unentschieden sogar vielleicht sogar zu reden und vielleicht sogar ein drittes Match zu sehen. Da werden die Zuschauer, glaube ich, alle mit zufrieden sein. Und da würde hier kein Problem sein. Okay, das Warten hat ein Ende. Jetzt kommt die offizielle Entscheidung. Hier ist auf dem Spiel gestanden. Das ist Punktrichter 1, wer für den Kampf 47 zu 47. Punktrichter 2, wer für den Kampf 48 zu 48. Und auch Punktrichter 3, wer für den 48 zu 48. Ich schlage dich weit weg. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, mein lieber Herr. Man hat das genauso gesehen, wie ich es auch gesehen habe. Leute, das ist Thorsten, das ist der Sportdentist. Er macht die besten Zahnschütze überhaupt. Kostet ein paar Euro. Aber seitdem ich einen im Mund gehabt habe, habe ich schon zwei. Finde ich ganz toll. Er ist nächste Woche bei uns in Bremen bei No Compromises. Da, wo der junge Mann auch um seinen Titel kämpfen wird. Und kommt und macht euch einen Zahnschutz. Ihr werdet das einfach nie bereuen. Kommt vorbei, ich werde da sein. Ah ja, guck mal, hier kommt der gute Risch. Und hat seinen wunderschönen der Risch hat auch gleich schon einen bekommen. Top Arbeit, sitzt perfekt. Ja, also, der lohnt sich, weil Zähne, die kriegt man nicht mehr so schnell wieder und die kosten jede Menge Geld. Also meine Damen und Herren, es hat hier jemand seinen Gürtel vergessen. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Du darfst mich jetzt GMC-Champion nennen. Das ist wahrscheinlich der Schwergewichtsgürtel. Also Leute, Moment. Ich habe zwar nicht gekämpft, aber weil ich zum richtigen Zeit am richtigen Ort war, habe ich gewonnen. Den nehme ich jetzt mit. Ach Quatsch. Aber finde ich schon sehr merkwürdig, dass der Gürtel hier rumliegt. Hier finden natürlich noch die ganz wichtigen Sachen statt. Die wir doch alle davon mitbekommen. Natürlich ein ausgesprochen enttäuschter Andreas Kraniotakis. Kann man nachfühlen. Das ist natürlich schwer enttäuschend. Ja, hier ist die lange Straße nach Hause. Ich bin total am Arsch. Ich war ja schon so am krank werden, aber ich wollte mir das einfach nicht entgehen lassen. Ich bin auch sehr froh, dass ich es mir nicht habe entgehen lassen. Es war ein toller Abend und eine sehr gelungene Veranstaltung für das deutsche MMA. Ja, ein bisschen unbefriedigt, dass hier ein paar Sachen nicht im Oktagon oder im Käfig geklärt wurden. Also ich bin jetzt in Bremen angekommen. Ich bin total am Ende. Sehr viele Impressionen eingegangen. Wirklich nicht besonders gut gelaufen für die Planet Eaters. Das sind einige Sachen, die ich nicht ganz verstanden habe. Besonders, mir sollte mir jemand erklären, wie eine 47-47 Scorecard zustande kommt. Also nur mal ganz kurz, nach dem Tag GMC komme ich nach Hause und guck das hier mal wieder schön an. Also wenn irgendjemand irgendwelche Zweifel gehabt hat, ob ich komplett Ballerballer in der Birne bin, ich glaube, die Frage habe ich mir gerade selber beantwortet. Aber nichts lieber als das. Gute Nacht, Leute. Und es ist nur wichtig, dass man weitermacht.